Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus Siem Reap, Kambodscha. Wie versprochen, heute mal die Auflösung, warum ich mich so lange nicht gemeldet habe bei euch. Ja, dranbleiben und dann werde ich euch das gleich mal verklickern. Ja, wo fange ich an? Also wie ihr wisst, bin ich vor 8 Monaten hier mal angekommen auf den Wunsch von Petra und Jerome und wir haben das Hotel umgebaut. Gut, das ist jetzt schon 8 Monate her, Wahnsinn, wie die Zeit doch läuft. Ja, danach, als das Hotel fertig war, bin ich ja ausgezogen in mein Apartment und mir wurde das Angebot gemacht, dass ich die Rooftop-Bar ja machen könnte für Kost und Logis und 15% vom Umsatz, was ich dann auch getan habe. Damit sind wir am 1. Juli dann angefangen. Ja, bloß, wir haben natürlich, irgendwie hat keiner dran gedacht, dass wir Low Season haben. So, ich auch nicht. Und ja, 15% von nix ist natürlich gar nichts. Außer 8 Stunden oben da mein Draftbier alleine trinken oder Dosenbier oder was gerade da war, hatte ich da natürlich nicht viel zu tun. Ja, nachdem ich dann da den kompletten Juli durchmalocht habe oben, beziehungsweise mich gelangweilt habe und ich eines Morgens aus meiner Tür rauskam, aus meiner, na wie heißt denn die, Apartmenttür, also aus meinem Apartmenthaus und mit Zigaretten holen wollte, schwupps, nebenan war ein Gebäude frei mit nichts drin, außer ja, 4 Wände und das war es eigentlich auch schon. Ich hatte dann den Vermieter gefragt, ob das hier zu vermieten ist und das ist der gleiche Vermieter wie von meinem Apartment, also hervorragend. Ich brauchte ja nur 30 Meter gehen oder 10, dann war ich schon hier. Ja, dann habe ich angefangen mit dem Vermieter zu verhandeln, aber er hat sich auch nicht darauf eingelassen, dass man mal mit dem Preis runtergeht oder so weiter. Ja, da habe ich mir das hin und her überlegt und am 1. August habe ich dann entschieden, diesen Laden zu mieten. Bin dann auch sofort zu Jerome und Petra gegangen und habe ihnen davon erzählt. Also eigentlich 2 Tage später erst. Und habe dann meine Arbeit in der Rooftop-Bar weiterhin verrichtet, weil ich bin ja auch sehr fair, was das betrifft, dass man, wenn man irgendwo aufhört, dass man wenigstens den Leuten noch die Chance geben sollte, dass sie Ersatz finden. Das habe ich dann auch gemacht bis zum 4. September. In der Zwischenzeit wurde aber auch meine Bar hier umgestaltet oder beziehungsweise überhaupt erstmal gebaut. Das hieß denn für mich, dass ich um 8 Uhr morgens hier unten war, die Handwerker kontrollieren. Und ja, dann um 4 Uhr, Handwerker haben den Hammer fallen lassen. Ich bin dann nach oben geduscht, umgezogen und dann in die Rooftop-Bar bis um 12. Und das habe ich dann so, ja, den ganzen Monat durchgezogen. Darum auch keinerlei Meldungen etc. Ich hatte echt keine Zeit, Jungs. So, im September ging es dann auch noch mit Umbauarbeiten weiter. Ich bin jetzt erst seit 14 Tagen hier so ziemlich fertig, aber noch nicht ganz. Es fehlen ja noch so einige Sachen, aber ja, das Budget ist leider Gottes zu Ende. Da habe ich mich auch leider Gottes etwas vertan. Was das angeht, Budget war eigentlich geplant 8.000 mit allem drum und dran. Es sind jetzt 12 geworden. Was das nicht werden sollte, aber wenn man erstmal angefangen hat, ja, dann kommt man ja nicht drum rum, auch das zu beenden. So, die Handwerker waren teurer als gedacht, weil ja, hier einige Sachen
waren, die ich nicht vorher bedacht hatte. Ja, wir hatten hier keinen Wasserabfluss, der musste gemacht werden. Und die Wand, zeige ich euch nachher gleich alles nochmal. Wir gehen gleich nochmal durch den Laden durch. Die Wand hinten, wo der Fernseher ran sollte und die Flaschenregale und so weiter, war nur so bis zur Hälfte gemauert. Da über war Hohlwand. Da hat man nichts dran festgekriegt. Da musste ich dann noch andere Materialien verwenden, nämlich ein Eisengitter bauen. Und ja, so kam eins zum anderen und der Preis hat sich so ziemlich verdreifacht. Also das, was geplant war, beziehungsweise ein Drittel mehr. Ja, genauso mit der Lizenz und alles drum und dran. Ich dachte eigentlich, das wäre noch so wie vor 19 Jahren, dass die Polizei hierher kommt und sagt, pass mal auf, $190 für die Lizenz und oder $100 waren das, glaube ich, damals. Ja, das hat sich aber auch erledigt, weil ich bin dann zum Agent hierhin, als ich den Mietvertrag hatte. Der meinte dann, $800 kostet die Lizenz, die Tax-Lizenz, also die Company anmelden und dann noch 120 für irgendwas dazu und 45 Bearbeitungsgebühr und ja, da war dann auch schon mal wieder ein Tausender mehr weg, auch nicht eingeplant. Ja, und so kam dann das zustande, dass ich jetzt so ein Objekt hier habe. Ich würde mal sagen, die Low-Season ist ja immer noch und es ist eigentlich genauso langweilig wie auf der Hochzug war, bloß ich fühle mich hier unten eigentlich sicherer bei diesen Gewittern und Regen, was hier so momentan herrscht. Das heißt, der Blitz wird mich hier wahrscheinlich nicht so schnell treffen wie da oben auf dem Dach. Andererseits ist das jetzt mein Schuppen hier und wenn nichts los ist, mache ich einfach zu und dann fahre ich nach Hause. Nein, das kann ich auch nicht. Ich muss schon da sein. Aber ja, man findet hier keine Angestellten. Also sehr schwierig, weil es ist momentan, die Stadt ist leer. Ich glaube, wir sind alle auf den Farmen unterwegs und sind da wohl und arbeiten da, bevor sie hier in der Stadt irgendwo rumhängen und teure Miete bezahlen müssen. Sind die wohl viele auch nach Hause gefahren. Auch die Bars sind, war ja gestern unterwegs. Ihr habt ja gesehen, was da an Frauen rumlaufen. Es ist nicht viel da, muss ich sagen. Ja. Und jetzt sitze ich gerade in meiner Bar bei einem kühlen Cambodia-Bier. Werde mir gleich was zu essen machen, weil wir hier auch ein Restaurant mit in der Bar haben. Sollte einer nach Siem Reap kommen, könnt ihr gerne mal vorbeigucken hier, weil die Bar steht auch bei Google Maps drin unter Cheap Charlie's Siem Reap und dort solltet ihr mich dann auch finden. Ja, wir machen dann nochmal einen Barrundgang und dann könnt ihr mal ein bisschen gucken hier und dann erkläre ich nochmal, was alles hier gemacht wurde. Ich werde auch gleich mal ein paar Bilder einspielen, wie es hier vorher aussah. Ja, das war der Tag, an dem ich den Laden entdeckt habe. Alles ziemlich zugemüllt, noch das alte Schild oben dran, überhaupt nichts vorne gemacht, also es sah eigentlich fürchterlich aus. Ja, wir gucken jetzt mal ins Innere rein, die Aufnahme ist nicht so toll, die habe ich mit der Handykamera gemacht, aber ich habe die hier mal zwischengesteckt. Könnt ihr mal ein bisschen gucken, so sah das Ganze mal vorher aus, es war also nichts dran, außer der kaputte Ventilator, der an der Decke hängt und ein paar alte Lampen, die da drin sind. Also es war wirklich nichts. In der Küche sah es ähnlich aus, nämlich überhaupt nichts. Ja, ihr seht den Außenbereich, da ist auch alles schäbig, keine Trennwände, der Müll da direkt hinter alles, also böse, böse, böse. Auch kein Grasteppich oder so, überhaupt nichts. So, und das ist jetzt also schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn ihr den Laden jetzt gleich mal von drinnen seht. Ja, hier sind die ersten Bauarbeiten für den Tresen.
Hier haben sie mir die Rückwand angebaut, damit der Fernseher ein bisschen Halt hat, weil die Wand ist total hohl. Hier ist der Tresen fast fertig gebaut. Auch der hintere Bereich fertig, fast. Wird gerade eingeschalt und zementiert. Wenn ich die habe überhaupt, ich weiß gar nicht, wo ich die hingepackt habe. Ich glaube, auf meinem Handy sind die drauf. Ja, und dann könnt ihr euch mal, ja, dann wisst ihr, warum ich keine Zeit hatte. Ja, ich war wirklich 24 Stunden am Malochen hier. Und jetzt sitze ich eigentlich auch nur in der Bar und ja, kann eigentlich auch nicht viel machen. Aber ich werde wahrscheinlich morgens hier wohl nicht mehr aufmachen, weil das rechnet sich überhaupt nicht. Und werde dann vielleicht mit euch lieber durch die Stadt ein bisschen durch die Gegend düsen und euch die Stadt ein bisschen zeigen. Das ist vielleicht doch angebrachter. Andererseits, wenn ich mir den Himmel so angucke, gibt es auch gleich wieder Regen ohne Ende. Ja, es ist alles zum Mäusemägen. Ja, das ist die Bar von draußen, der Außenbereich. Das war alles vorher nicht vorhanden. Keine Fans, keine Lampen, kein gar nichts. Auch das Board oben gab es noch nicht. Die Seitenteile ja auch nicht. Also alles hier neu entstanden, auch die Farbe und der grüne Teppich. Sieht immer schön aus. Auch die Blümchen hier, gut, die haben jetzt nicht so viel Geld gekostet. Aber es kommt trotzdem ein Dollar zum anderen. Und vor allen Dingen, wo man am Anfang gar nicht mit gerechnet hat. Ja, hier haben wir ein schönes Schmusesofa. Die Barhocker sind selbst gebaut, da wir hier keine Barhocker kaufen können irgendwie. Oder wenn, denn nur Ramsch. Da hier auch nochmal eine Tischeinheit, die aber eigentlich nach draußen gehört, weil hier eigentlich noch ein Pooltable hin soll. Und hier in der Mitte eigentlich noch ein Kicker, aber Budget langt dafür momentan nicht aus. Ich muss ein bisschen sparen, damit die Mieten bezahlt werden können. Ja, die Kühlschränke habe ich von Coca-Cola und von Tiger gestellt bekommen. Das hat schon mal kein Geld gekostet. Ja, hier ist unser Tresen. Und hier ist auch das gebaute Ding da, dieses Eisengestell, weil hinter der Wand ist es hohl. Da kriegst du keine Schraube fest. Ja, Spüle musste ich machen, den Counter hier einbauen. Ist alles, es war hier nichts drin. Ich hoffe, dass Lichtverhältnisse irgendwie vernünftig sind. Ja, dann haben wir hier einen Durchgang zur Toilette. Die brauche ich euch aber nicht zeigen, glaube ich. Ne? Machen wir Licht an, überall. Naja, einmal reingucken könnt ihr ja auch. Könnt ihr überhaupt was sehen? Ne? Ich glaube nicht. Schade eigentlich. Die Kamera ist auch doof. So, hier haben wir die Küche. Auch voll eingerichtet. Oh, ich muss mal abwaschen. Oh, shit. Ja. Küche, auch alles hier eingemauert. Es war hier nichts drin, überhaupt nichts. Und ja, jetzt ist alles drin. Also man kann hier auch kochen, alle Geräte sind da, alles wunderbar. Ja, und jetzt müssen wir mal auf Gäste hoffen, dass wir hier kommen. Und vor allen Dingen brauche ich hier ein paar Girlies, weil ich möchte doch ein bisschen für euch live streamen demnächst. Aber das lohnt sich auch nur, wenn hier 5 Mädels rumhüpfen. Und es lohnt sich dann auch nur, wenn ihr den Mädels auch mal einen ausgebt. So zwischendurch, sonst stellen die sich nämlich nicht vor die Kamera. Aber erstmal müssen wir welche finden, was gar nicht so einfach werden dürfte. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Ja, das soll es auch gewesen sein mit dem heutigen Video, wie versprochen von gestern. Ich möchte mich nochmal für die schlechte Qualität gestern entschuldigen, weil, wie gesagt, beim Dunkeln und Hellen, meine Kamera, ich muss damit erstmal wieder umzugehen, lernen. Wie heißt das, umgehen? Ist ja auch egal. Erstmal das Ding wieder lernen, wie das funktioniert. Und ja. Ne? Ja, was gibt's noch sonst irgendwas Neues?
Ach so, ja, vielleicht ist das noch interessant für irgendwelche Leute von euch, die 55 sind, mit einem Rentnervisum eingereist sind. Mit dem Rentnervisum kriegt man auf jeden Fall seine Work Permit und auch seine Company angemeldet, also sein Business. Man braucht dafür kein wirkliches Business-Visum. Obwohl, das werde ich nächsten Monat sehen, wenn mein Visum wieder fällig ist, ob ich dann 350 bezahlen muss oder auch nur die 300. Ja, wir schauen mal. Davon berichte ich dann nochmal irgendwann. Ansonsten alles ziemlich easy. Man geht zum Lawyer hier, zu so einer Consulting-Firma. Die melden euch alles an, was ihr wollt. Die macht das mit der Tax. Die macht das, also man hat eigentlich keine, man hat keine Probleme damit, dass man hier irgendwas auf die Beine stellen kann. So, ja, ein paar Unterschriften, dann kriegt man seinen Stempel, dann muss man auch zur Bank, muss einen Business-Bank-Account aufmachen, wozu das gut ist, wahrscheinlich wegen der Steuerüberprüfung, dass man da was einzahlt, dass sie das dann versteuern, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall Pflicht. Brauchen tut man es eigentlich nicht, außer dass man den QR-Code hier kriegt für ABA umsonst. Aber ich weiß nicht, brauchen tut man es nicht. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich schneide das Video nachher gleich mal zusammen und dann haue ich das morgen auf dem YouTube rauf. Und dann, ja, wie gesagt, gehabt euch wohl. Schaltet wieder ein. Nächste Videos kommen bestimmt. Jetzt wisst ihr erstmal, warum ich nicht dabei war so lange. Und ja, tschüss Sinkowski, euer Tom.